Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Gott, wo du wohnst, will auch ich sein. So die Überschrift über dem Psalm 61 in der Hoffnung für alle Übersetzung. Auf irgendeiner Flucht befindet sich David, als er diesen Text verfasst. Es ist nicht klar, ob vor Saul oder vor Absalom. Vermutlich vor Absalom, weil er im 7. Vers sich selber als König bezeichnet. Als er auf der Flucht vor Saul war, war er noch nicht König. Auf jeden Fall erlebt David in den Anfangszeilen des Lieds ein echtes Tief. Er fühlt auf schmerzliche Weise die Ferne Gottes und ist wohl ernsten Gefahren ausgesetzt. Er fühlt seine eigene Schwachheit, Hilflosigkeit und eine tiefe, grassierende Einsamkeit. Wie so oft in solchen Grenzzonen seines bewegten Lebens wirft er sich auf die Gnade Gottes. Und hier heißt es auch, wie im Psalm 60, mit Instrumenten zu begleiten. Diese Texte waren gedacht als Lieder. Darauf wird oft hingewiesen am Anfang des Psalmes, und das deutet darauf hin, dass es wichtig war. Und vielleicht geht's euch so wie mir, dass ich mir Dinge viel leichter merken kann, wenn sie als Gedichte aufgesagt werden oder eine Melodie haben. Und genau das war wahrscheinlich die Absicht der Verfasser dieser Texte. Höre Gott meinen Hilfeschrei und achte auf mein Gebet, so geht der Psalm schon los. Aus weiter Ferne rufe ich zu dir, denn ich bin am Ende meiner Kraft. Ich selbst kann mich nicht mehr in Sicherheit bringen. Darum hilf du mir und rette mich. Die gefühlte Ferne von Gott in schweren Zeiten ist das, was in uns die Sehnsucht nach seiner Nähe hervorruft, wenn wir so wollen. Wo Gott wohnt, will auch David sein. Andere Diener Gottes erleben den gleichen Schrei des einsamen Herzens nach der Nähe des Herrn. Dir nahe zu sein ist mein Glück, verkündet David in Psalm 73, Vers 28. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, bittet Mose in 2. Mose 33, 18. Und kurz davor sagt er, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Der leidende Hiob stöhnt in der tiefen Verzweiflung seiner seelischen Nachtstunden und sehnt sich nach dem Trost einer innigen Beziehung zu seinem Schöpfer. Denn dann wirst du mich rufen und ich werde dir antworten. Du wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast, lesen wir in Hiob 14, Vers 15. Und dann geht's weiter. Meine Wege siehst du auch dann noch, aber meine Sünden hältst du mir nicht mehr vor. Was immer ich begangen habe, verschließt du wie in einem Beutel. Meine Schuld löschst du für immer aus. Hiob hat keine Ahnung, wie prophetisch seine Worte sind. Ein Vorschau auf jenen Tag, an dem Gott tatsächlich die Schuld löschen wird für alle, die ihren Glauben auf ihn setzen. Golgatha lässt schon grüßen aus der Ferne. Im zweiten Teil des 61. Psalms wird nochmal untermauert. David will mehr als nur die Hilfe Gottes in seine Situation der existenziellen Not. Er will Gott selber. Er rühmt den Charakter Gottes. Er zählt seine Eigenschaften auf. Gott als eine Festung, ein Refugium, ein Zufluchtsort, ein Versorger in der Not. Gott, wo du wohnst, will auch ich sein, ist absolut passend als Überschrift über diesen Psalm. Ein Tag in den Vorhöfen Gottes, besser als tausende Tage auf den Festen der Reichen und Schönen dieser Welt. Dir nahe zu sein, mein einziges Glück. Nicht den Segen sucht David, sondern denjenigen, der den Segen spendet. Vers 4, zu dir kann ich jederzeit fliehen, du bist seit jeher meine Festung, die kein Feind bezwingen kann. Ach, ist das nicht gut zu wissen. Vers 5, wo du wohnst, möchte auch ich für immer bleiben, dort in deinem Heiligtum. Bei dir suche ich Zuflucht wie ein Küken unter den Flügeln seiner Mutter.
Vers 6, Gott, du kennst die Versprechen, die ich dir gegeben habe. Du beschenkst jeden reich, der deinen Namen achtet und ehrt. Auch mir gibst du meinen Anteil. Beim Herrn zu sein, in seiner Nähe zu sein, das ist für David das ultimative Glück. Ich werde in deinem Hause bleiben, immer da. Psalm 23. Und auch diese Psalm ist durchdrungen mit einem Vorschau auf eine Ewigkeit in der Gegenwart des Herrn. Aber diese kommende Herrlichkeit dürfen wir jetzt schon durch unseren Lobpreis, unser Gebet in diese gegenwärtige Zeit hineinholen und den Appetit unserer Mitmenschen erwecken, hoffentlich, so dass auch sie anfangen, den Herrn zu suchen. Vers 7, gib dem König ein langes Leben, er soll über viele Generationen regieren. Lass ihn für immer in deiner Nähe bleiben, beschütze ihn durch deine Güte und Treue. Dann will ich dich alle Zeit besingen und deinen Namen preisen. Tag für Tag werde ich erfüllen, was ich dir versprochen habe. Wir suchen die Nähe Gottes, wir suchen nach seiner Herrlichkeit wie Mose und dann ziehen wir diese Nähe Gottes, diese Herrlichkeit in diese Welt hinein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auch auf Erden. Und David lässt sich als Werkzeug dazu von Gott gebrauchen. Gott, wo du wohnst, will ich auch sein. Die eigentliche Antwort auf die Sehnsucht vom König David kam einige hunderte von Jahren später, als zwei junge Männer, die die Taufe von Jesus durch Johannes den Täufer gerade erlebt hatten, Jesus hinterherliefen. Wir lesen dann, das ist in Johannes 1, 38, Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Und sie antworteten, Rabbi, wo wohnst du? Tja, wo er wohnte, wollten sie auch sein. Und was war seine Antwort? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Die Bibel ist voll mit Menschen, die diese gleiche Sehnsucht zum Ausdruck gebracht haben. Wir haben Mose schon angeschaut in 2. Mose 33, wo er sich danach sehnt, einfach die Herrlichkeit Gottes zu schauen, nicht mehr nach Erfolg sucht, nicht mehr nach Reichtum oder Gelingen seine Projekte, sondern einfach diese Sehnsucht nach dem Herrn. Die Bibel ist voll mit Menschen, die so viel Schlimmes erlebt hatten in diesem Leben, dass wirklich nur diese eine Sehnsucht übrig blieb, wie bei Hiob und wie ganz stark bei David, ich will einfach den Herrn sehen. Wir haben Moses Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes schon angeschaut in 2. Mose 33. Und Gott sagt zu ihm, du, das würdest du gar nicht überleben, mich live zu erleben, aber du kannst mich von hinten sehen. Und das ist so toll, diese Stelle. Da gibt's einen kleinen Satz. Gott sagt zu ihm, hier ist Platz für dich, stell dich auf den Felsen. Das ist wieder so eine Anspielung auf Christus oder Christus der Fels, auf den dürfen wir uns stellen. Und das hat David schon im Vorfeld in diesem Vorschau auch erlebt, wie auch Mose. Durch ihn wird der Vorhang zerrissen, der uns trennt von der Nähe Gottes. Uns wird unsere Sünde vergeben und dann können wir freimütig in Gottes Gegenwart hineintreten, ihn anschauen und strahlen vor Freude. Und sogar diese Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, für den alles zu spät ist, irgendwas im Leben wieder gut zu machen, erlebt diese Gnade von Jesus. Herr, denke an mich, wenn du nach Hause kommst. Und Jesus sagt diese kostbaren Worte. Heute sehen wir uns wieder. Heute wirst du bei mir im Paradies sein. Hier ist Platz für dich. Stell dich auf dem Felsen. Blicke den Herrn an. Und finde deine Freude in ihm. Ich hoffe, dass es dir so geht wie mir, dass ich einfach nicht genug von diesen Psalmen haben kann. Die ernähren die Seele, die richten den Blick auf Christus. Und mit David zusammen dürfen wir erleben, hier ist auch für uns Platz. Ihm nahe zu sein darf auch unser Glück sein. Auch wir dürfen sagen, ich will
dir nahe sein. Ich will bei dir wohnen. Ich hoffe, dass das auch dein Gebet ist heute. Sei gesegnet. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke Makom und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag. Makom ist als PDF downloadbar auf bibletunes.de/Psalmen neu erleben.